Und du gehst? Aber es hat doch gerade erst angefangen, Spaß zu machen. Ach Mensch. Hier ist Paolomo in der Nähe. Ich höre seinen Herzschlag. Also ich habe seinen Herzschlag gerade eben gesehen. Naja, okay. Komm. Ich kann nicht mehr. Kann ich von hier aus die Killerkäfer nehmen? Also, komm. Yes. Oh, es hat funktioniert. Wenn ich jetzt auch geritten wäre, wäre es nochmal episch gewesen. Aber man kann ja nicht alles auf einmal haben. Ich weiß, was ich tun will. Mein Jäger nicht. Stimmt, da war was. Ich konnte einfach zur Seite springen. Es gab ja auch so viele bewegliche und geile Moves mit der Lanze. Das ist einfach ein Wunder, dass ich mir auch nur einen gemerkt habe. Schön, dass ich jetzt aber inzwischen wieder langsam zurückkomme. So, du machst das kurz und Teufel Toni. Teufel Toni hat the moves und kann ordentlich springen. Cooler Boy, cooler Boy. So, ich sehe, du kommst wieder auf mein Niveau. Ganz unten angelangt. Das finde ich toll. Und dann versuchen wir das mit dem Rennen halt nicht nochmal. Ich finde auch mein wilder, grandioser, großer Schwinger ist auch cooler. Ich sollte häufiger das Blocken machen. Ich meine, ich habe hier eine Fähigkeit an der Hand, die jeglichen, verdammt, Angriff mehr oder minder kontern kann. Das ist so ein Angriff, den sollte man durchaus ab und zu mal benutzen können. Vor allem dann auch so, dass man dann halt was kontert. Und nicht einfach nur irgendwie irgendwo. Ja, Treffen ist für Anfänger. Das habt ihr richtig gesehen. Und ich soll diesen Anfängerkurs vielleicht ab und zu mal häufiger besuchen. Okay, Legiana, ich habe gerade ein bisschen den Bock mit dir verloren. Wir nehmen die Stechkapseln, stechen da einmal rein. Stechen da nochmal rein und machen das nächste Mal, wenn du fliegst, das, damit du weißt, Fliegen ist ungünstig. Ah, verdammt, ein bisschen mehr Sprungkraft wäre schon geil, Jäger. Muss ich dir jetzt mal so ins Gesicht sagen, wie es ist. Nicht einfach nur dastehen und denken, oh ja, Fliegen ist schöner, sondern nein, auch tatsächlich mal dich in die Lüfte dann erheben. Wäre doch mal was Feines, oder? 10 Schaden. 10 Schaden ist zwar kritisch. Okay, und sie geht weg. Und hat schon wieder ihre Materialien hier verloren. Ey, 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 my lady. Sie haben ihre Handtasche verloren. Bleiben Sie stehen. Nur für Sie. Kommt das auch nur ansatzweise so weit? Wahrscheinlich nicht. Und, guck mal, sie stirbt gleich. Will ich Legiana gleich mitfangen? Wie viele Fallen habe ich mit? 2. Alles klar. Aber nur 3 Berührungsbomben. Die kann ich im Zweifel nicht nachkombinieren. Ja, dann töten wir sie einfach für die Temperate-Sache. Ich meine, ich habe gehört, dass leuchtende Monster die sind, die ich töten muss. 7 Stück von denen auf der einfachsten Stufe, 7 Stück auf der höheren Stufe und 7 Stück auf der höchsten Stufe. Dann schalte ich jeweils eine neue Quest frei und mit der Quest können wir dann ganz cool sein. Ich muss hier hoch, oder? Oh, warte, ich sehe den Aufstrom. Sehr schön. Ach, auf einmal kannst du springen, Jäger. Ja, nee, ist klar, von mir aus. So, jetzt ziehen wir uns den Mantel an und sagen, flieg, Sinu, flieg. Wuhu, geiles Ding, Leute. Alter, wie nice. Das wollte ich so schon immer mal machen. Ich weiß, das war doof. Irgendwie sowas hätte wahrscheinlich mehr Schaden gemacht mit richtigen Treffen, aber man kann ja auch mal falsch treffen. So, dann wollen wir nochmal kurz ein bisschen hinterher. Wobei ich glaube, ich hatte noch ein paar Berufspunkte. Theoretisch könnte ich auch versuchen, sie zu fangen. Aber weißt du, was wir machen? Wir wissen, dass du das hier magst. Wir wissen, dass das hier ganz cool ist. Und ich habe hier dann eine Berufspunkte. Eis, Eis, Baby. Hey, Legiana. You're cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Komm, gib mir das. Sehr schön. Und da hat die Ausdauer leider nicht mehr gereicht, um diese wunderbaren Lebenskäfer zu zerstören. Hey. Wie nice ist das denn?
Das aktiviert sich regelmäßig, wenn ich da drüber laufe. Ah, sehr cool. Von mir aus. Dann weiß ich fürs nächste Mal Bescheid, es hat nicht funktioniert. Verdammt. Dann hatte sie dann wohl doch zu viel Leben. Ist nicht ganz so schlimm. Ich habe dann nämlich was Neues mitbekommen. Ey, Legiano, denkst du, du bist die Einzige, die fliegen kann? No! Wow, es ist leicht dezent schwierig zu kontrollieren. Wäre sonst auch ein bisschen OP, aber ich kann fliegen! Nur für dich! Warte, ein R2 ist Ansturm? Ich muss das mal kurz ein bisschen ausprobieren. Bin hier jetzt gerade ein bisschen sky high. Abgerockt und leicht verwirrt. Mit solchen hohen Gefühlen der Freude komme ich dann wohl doch nicht klar. Und ich kann tatsächlich einfach aus dem Flug anfangen zu rennen. Oh, warte, Legiana, ich habe eine coole Idee. Will mal kurz gucken, oder stirb halt, von mir aus. Funktioniert das? Ach, schade. Ich kann also nicht hier drüber rennen und dann beim Rennen in die Lüfte gehoben werden. Schade. Das ist wirklich schade. Aber na gut. Ey, stehen bleiben. Dankeschön. Aber ich bilde mir noch nicht ein. Eine normale Legion hätte nicht dieses leuchtende Zeichen dahinter. Und leuchtende Zeichen sind gut, die müssen getötet werden. Würde ich jetzt mal so sagen. Es ist wahrscheinlich einfach bloß ein bisschen stärker, was mir Latte momentan halt keinen Unterschied für mich macht. Wird auf High Rank dann interessanter, keine Sorge. Aber ich muss ja nur diese eine Quest noch abschließen, wobei ich nicht weiß, ob sie die richtige Quest ist. Aber ich müsste nur eine Quest abschließen. Stimmt, Korallenkristalle. Wenn ich einmal hier bin, Legiana, dass du mich hergebracht hast, wäre es ganz cool. Kann ich eigentlich auch wieder... Warte. Ist mein Mantel noch da? Jo, kann ich auch landen? Also, runtergehen? Nein, kann ich nicht. Der Gleitermantel geht leider nur nach oben. Es sei denn, während man ihn benutzt, geht er kaputt. Dann geht er gar nicht mehr. Und Sturz bergab. Wow, das war verdammt tief. Okay, na gut, zurück zum eigentlichen Thema. Wir müssen Paolomo finden. Er ist mir leider bisher noch nicht über den Weg geflogen. Weggeblastet oder so. Das ist äußerst ungünstig. Ansonsten wüsste ich zumindest jetzt schon, wo er ist. Dank meinen sehr hilfreichen Leuchtkäferchen kann ich einfach Abkürzungen nehmen. Jop, ich kann Abkürzungen nehmen. Wunderbar. Muss auch gar nicht den richtigen Weg laufen. Ah, hier sind wir. Mensch. Gut zu wissen. Hier habe ich beim letzten Mal zumindest den Herzschlag von Paolomo noch mitbekommen. Was jetzt nicht heißt, dass er noch da sein muss. Ja, ich weiß, die Typen können sich so ein bisschen bewegen. Ich sollte eigentlich am besten direkt an seinem Schlafplatz suchen. So als schlauer Jäger würde ich meinen, dass da am besten die Spuren zu finden sind. Ich weiß auch, wo sein Schlafplatz ist. Keine Sorge. Ich weiß bloß nicht, wie man da hinkommt. Ah, guck mal, hier bin ich wieder. Meine Damen und Herren, so rennt man im Kreis. Ich will jetzt nicht meine japanischen Vorzüge irgendwie durchkommen lassen. Noch habe ich keine Tentakel. Dann sollte ich eigentlich dort rechts runter mal springen können, oder? Also Paolomo kann auch hier rechts oben sein, ja. Au, das war ein Ast. Ich sehe jetzt auch hier gerade keine Luftblase durch den Himmel schweben. Das sollte man ja eigentlich auch ganz gut mitbekommen können. Ich glaube, ich gehe gerade zu tief, oder? Wobei, hier könnte eigentlich auch sein. Ist nicht hier der normale Kampfplatz? Ja, hier ist der normale Kampfplatz. Weit oben war ich. Also ich... Gegebenenfalls komme ich mit diesem, dieser Map im auch immer noch nicht zurecht. Gibt es irgendeine Map, die ich auswendig kann? Ich kann die Wüste relativ gut. Weil ich da einmal Ewigkeiten lang nach, schnell sag, wie es heißt, Knochen gesucht habe. Ist doch auch schon mal was, muss man mal mir zugestehen. Ich glaube, es gibt sogar einige Orte, an denen ich in diesem Spiel noch überhaupt nicht war. Gerade einige von den, wie heißt es, das Orten, wo du dein Camp aufschlagen kannst. Davon habe ich bestimmt sehr viele noch nicht gefunden. Daher, nur so eine Idee, sollte man vielleicht noch mal ein bisschen rumgucken. Apropos rumgucken, wie es aussieht, ist, Leuchtgeber haben was. Haben alte Fußspuren gefunden. Wunderbar, wo geht's weiter? Vor allem muss ich immer noch an den scheiß Fußspuren riechen, damit die Leuchtkäfer wissen, wo es lang geht. So viel zum Thema unabhängige und starke Leuchtkäfer. That ain't need no man. Und sie haben jetzt gemerkt, dass er auf der anderen Seite ist. Da kommen wir her, Leuchtkäfer. Ihr seid nicht so die Leuchten, oder?
Irgendwie nicht so. Okay, da könnte ich nochmal Unterstützung mitnehmen. Ich glaube, die brauche ich nicht. Die würde bloß aus Versehen den Paolomo töten. Was ungünstig wäre. Apropos aus Versehen töten. Ich sollte nicht aus Versehen eine Beruhigungsbombe auf den werfen. Könnte Nachteile im Fangen im Nachhinein haben. So. Alter, wollte gerade sagen. Kannst du mal kurz deine Prinzessin Lea-Kräfte benutzen und nicht darüber angeln. Als andere wäre unfair. So. Wechselt der Lutscher gerade das Gebiet? Brauchen mich gar nicht so anzuschreien, ihr Typen da oben. Für euch bin ich nicht wütend. Ah, na gut. Minus 17? Ah, guck mal, hat mich gerade anvisiert. Also ihn anvisiert. Alles klar. Olomo, ich komme. Nur für dich, mein Heißluftballon. Hier habe ich vorhin gegen Legiana gekämpft, oder? Er wollte nur ein Profilbild schießen. Könntest du bitte nicht den Tzatziki anspannen? Wie gesagt, ja, er ist sehr sexy, ist ein allgemein Griechen, so aus meiner Erfahrung heraus, aber das heißt nicht, dass du dich... Oh, er ist auch... Okay. I'm not even mad. That's amazing. Wunderbar. Warte, ich muss nochmal ganz kurz die Kombos ausprobieren. Kraft blocken und einmal dagegen springen. Ich kann aber irgendwann auch den Wischer machen. Wann kann ich den Wischer machen? Weiter Wischer hier. Alles klar. Aber selbst dann muss ich den Konterstoß als nächstes machen. Alles andere will nicht. Okay. Kommt gleich ein Tail in mein Gesicht? Nein! Ein dazugehöriger Paolomo kommt auch noch mit hinterher. Oh, sie ist aber freundlich von ihm. So, ich habe gesehen, wie schnell diese wahrscheinlich Temperate Legiana ging. Dementsprechend wird der hier auch nicht gerade lange dauern. Heißt, wir sollten halt wirklich so ein bisschen... Hi. Ah, da zieht der Luft ein. Einmal tief einatmen, ne? Warte, ich brauche trotzdem Ausdauer für alles. Ah, guck mal. Die Ausdauer regeneriert sich hier sogar, während man... Das war ich aber nicht. Das war Toni. Ohne jetzt ihm irgendwas Falsches auf die Hauer drücken zu wollen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Ihn irgendwie... was falsch unterstellen zu wollen, genau. Verdammt. Dass die Monster auch immer so ein Stückchen zu hoch sein müssen. Ich meine, der kommt sogar extra runter für mich. So, wenn ich jetzt da einmal rutsche. Ja, darfst du vorwärts gehen? Ja, okay. Tu Sachen. Ich, Alter, war das knapp. Ich weiß definitiv, was ich tue. Ich habe definitiv mein komplettes Umfeld im Gesicht. Deswegen wusste ich A, was mein Jäger da gerade getan hat. B, wusste ich, dass da eine Ecke hinter mir war. Wusste natürlich, dass ich da grandios über sie drüber springen konnte, um ihn dann zu treffen, weil ich auch wusste, dass er demnächst geritten wird. Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Knacken. Ich weiß nicht, ob das meine Nachbarn sind, die sagen, ey, yo, mach mal leiser. Oder einfach bloß mein Schrank knackt, weil er Bock hat zu knacken. Weil, lass mal knacken, Junge. Das ist immer ein bisschen ungünstig. Egal, ich mache gerade keinen Schaden mehr. Was wahrscheinlich daran liegt, dass meine Schärfe nicht ganz so hoch ist. Und er deswegen nicht ganz so viel Bock hat, von mir Schaden zu bekommen. Naja, gut von mir aus. Außer halt direkt im Face. Stimmt, ich konnte immer springen. War es gerade ein Staffellauf bei euch? Ich werde jetzt trotzdem nicht gegen dich kämpfen, Tzatziki. Wir haben uns schon ein paar Mal gehabt. Musste einsehen, du bist nicht immer Nummer 1. Es geht auch mal um andere. Auch wenn du gerne Fotos machst und auch gerne mal hättest, dass ich mal von dir ein Foto machen würde, das verstehe ich. Du willst auch selbst mal im Rampenlicht stehen, nur weil du Rampenscheinwerfer bist, heißt das nicht das, was ich sein möchtest. Alles klar, brauchst du mir nicht zu erzählen. Ich bin der, der die Kamera und die Scheinwerfer auf sich hat. Und du bist bloß Kamerageil, ne? Ja, du bist bloß Kamerageil. Gut, bin ich auch. Ich kann, wie gesagt, da nichts vorwerfen. Ja, alles gut. Paolomo wird noch nicht fangbar sein, ne? Aber ich sollte wirklich demnächst aufpassen, weil es könnte knapp werden. Noch so 2, 3, 5 Schläge und vielleicht hat er langsam Bock, dann auch unter die schlafenden und toten Hunde zu gehen. Und ich werde bei dem ebenfalls noch nicht die Anzeige haben, wann er keinen Bock mehr auf Leben hat. Oh, hat das gerade... Das war Toni. Ich dachte gerade, er hätte Miau gesagt. Ich wollte ihn schon als süß bezeichnen oder zumindest als bilingual. So wie es aussieht, habe ich mich aber einfach nur verhört. Tut mir leid, Teufel Toni, dass ich nicht erkannt habe, dass du das gesagt hast, obwohl du direkt neben mir standst. So. Und hi, Todesstoß.
Wobei ich vielleicht keinen Todesschuss machen sollte, wenn wir den eigentlich am Leben lassen wollen. So just saying. Das war ein bisschen verzögert, ich dachte schon, wäre irgendwie weggekommen. Okay, langsam müssen wir echt aufpassen. Ich weiß halt nicht, wie viel Leben der hat und wie viel Schaden ich mache. Es ist hier echt ein bisschen ungünstig. Und die komischen Querflieger machen es nicht besser. Der hat halt... wenn wir bedenken, wie schnell Legiana ging, ich sollte mich zumindest ein bisschen zurückhalten. Also nochmal reiten ist vielleicht zu viel. Wobei ich gerade nochmal so ein bisschen Pulsschub bekommen. Von mir aus. Er kann auf jeden Fall, hat auf jeden Fall noch Puste. So viel steht fest. Wie gesagt, nicht nochmal reiten. Jetzt hat er keine Puste mehr. Jetzt hat er sie wieder. Wo könntest du dich mal entscheiden, ob du tot bist oder nicht? Meine Fresse. Okay, ich wollte jetzt irgendeinen Witz machen mit einem von mir verstorbenen naheliegenden. Das wollte ich jetzt aber auch mal ganz kurz sein lassen. Wobei ich habe auch, wenn es schief geht, wahrscheinlich bestimmt nochmal Berührungspumpen. Hier, probieren wir es einfach. Was soll schon schief gehen, außer dass er mich vielleicht... Ja, kurz wegblasen will. Paolomo, bitte blas mir keinen Luftballon auf. Ich habe hier Fallgruppe gelegt. Die sehe ich ja überhaupt nicht in dieser Umgebung. Komplett unauffällig. Dieses Grün auf Blau. Dieses Hellgrün auf Dunkelblau. Es ist ein Wunder, dass Paolomo da noch nicht reingetappt ist aus Versehen. Weil er die ganze Zeit fliegt. Das können wir aber unterbinden. Ey. Paolo. Ah. Man muss ihn nur einmal drohen und schon ist alles gut. Sehr schön. Zack und nein. Er hat sich noch nicht entschieden gehabt zu sterben. Alles klar. Haben wir es mal kurz für ihn entschieden. Manche Leute brauchen auch einfach noch so ein paar einzelne Nachhilfen darin, eine freiwillige Entscheidung zu finden. Nachhilfe im Sinne von, ich benutze meine Freunde Blitz. Und für ihn habe ich noch keinen Namen. Ist noch zu jung dafür. Zu klein. Aber hier noch mal eine Leckerwurst für unseren lieben Teufel Toni. Gerne doch, warum nicht? Und wir haben scheiße viel bekommen. Leider nicht noch eine Platte. Wäre noch ein bisschen geiler gewesen. Na gut, aber ich glaube, das machen wir jetzt häufiger. Wenn ich wieder so ein paar leuchtende Monster sehe, nehme ich die mal ganz kurz mit. Ich glaube, es ist wichtig für die Zukunft. Sagen wir es einfach so. Dann, Belohnung von mir aus. Gebt mir Geld, gebt mir mehr, ich nehme es gerne. Und jetzt bitte lass mich eine neue Quest haben. Ansonsten bin ich ein bisschen überfordert, was da noch fehlen könnte. Ich weiß, was da noch fehlt. Der Zoramagdaros. Deswegen vielleicht das Aussetzen. Und die Artistik, weil ich auf Zoramagdaros Artistik machen muss und aussetzen, weil das ist genug von Monstern. Diese 8. Ich muss die 8, die ich zum Fangen will, aussetzen, weil das, was mir fehlt, ist Zoramagdaros. Das Vieh, was ich eh nicht fangen kann. Das Vieh, was random vorbeikommt. Dass ich da nicht eher selbst drauf gekommen bin. Oh mein Gott, ja, das wäre so offensichtlich. Wobei, es müsste doch eigentlich auf der Stufe sein. Ich habe immer noch alles abgeschlossen. Ich muss vielleicht dann zwischen den Aufnahmen mal kurz nachschauen, was noch fehlt zwischen den Aufnahmen. Hey, wir haben 50 Minuten aufgenommen. Das klingt relativ gut. So, wir haben hier jetzt immer noch für 2 Quests lang den lieben Günther an unserer Seite. War da nicht letztens der Theostra noch mit dabei? Kam ich jetzt deswegen auf die Idee, dass ich Theostra noch machen muss? Na, okay. Vielleicht ist das immer eine durchwechselnde Quest da unten. Wir haben hier noch ein paar Story-Quests. Wird Chef Koch Jagd begeistert? Das würde ich dann beim nächsten Mal anfangen, die High-Rank-Quests. Aber Zoramagdaros muss hier sein. Das ist wesentlich sinnvoller. Haben wir denn gerade den Paolomo dazu bekommen? Haben wir auch nicht. Wir haben nicht mal eine Quest dazu bekommen. Jetzt bin ich verwirrt. Shit, Mann. Muss ich nochmal nachschauen. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen das ganz bequem. Ich werde nämlich sowieso wahrscheinlich ein paar Minuten brauchen, bevor ich da einmal kurz nachgeschaut habe, was ich brauche. Und ich werde ein paar Minuten brauchen, euch zu erzählen, was ich da brauche. Deswegen begeben wir uns hier zum wunderbaren Sonnenschein und wir sehen uns gleich wieder. Ich hoffe, ich vergesse nicht den Katzenwagen, das wird ziemlich bitter. Und ich google mal kurz und gucke nach, was mir fehlt. An seinem Schein. Okay. Ohne Scheiß. Wir sind hier gerade nicht mehr am Sunset, weil ich extra nachgucken musste. Weil ich auch durchscrollen musste, okay, gut, welche Quest habe ich und welche noch nicht.
Es fehlt tatsächlich nur noch eine Quest. Es ist keine Spezialarena-Quest und ich bin nicht der einzige Idiot, der diese Quest nicht freigeschalten hat. Es könnte durchaus sein, dass du ebenfalls einer der Idioten bist, der diese letzte Quest noch nicht freigeschaltet hat. Was einfach daran liegt, dass wir Idioten sind. Dass wir Idioten sind, weil wir keine Erkundungen machen. Zumindest viel zu selten, wenn uns hätten Quests reichen, frei erkunden ist für Luschen. Das stimmt nicht, wir müssen frei erkunden gehen, wir müssen in das Korallenhochland gehen, dort die Krimalkien finden, die ich dachte schon gefunden zu haben, aber scheinbar nicht komplett, muss dann dort denen ihre Quest machen, das heißt, du musst die finden, denen ihre Quest machen im Sinne von, ich habe es gerade nachgelesen, was hauptsächlich sein wird, irgendwie die im Nahkampf irgendwie besiegen, dann hinterherlaufen und finden, ich habe es nicht selbst gemacht, werden wir beim nächsten Mal machen, wenn ich es finde, hinterherlaufen, danach den, also erst irgendwie im Combat besiegen und danach hinterherlaufen und folgen zu ihrem Den, also zu ihrem Unterschlupf hinterm Wasserfall. Da freue ich mich drauf, weil ich nicht weiß, wo im Korallenhochland Wasser sein sollte. Das wird äußerst interessant, den zu finden. Und dann geben die einem die Quest, ja, wir haben Probleme mit zwei Tzatzikis, könntest du die bitte töten? Und das ist die letzte Quest, die fehlt. Übrigens, weil ich jetzt was knackt, das ist meine PS4. Schön, dass ich einmal ohne Kopfhörer das hören kann, es war direkt neben mir. Ich dachte immer, meine Nachbarn klopfen, aber nein, es ist die PS4, die klopft. Die meinen Bullshit nicht mehr aushalten kann. Ich auch nicht mehr. Gut, nichtsdestotrotz sind wir beim nächsten Mal dann, wo du jetzt genau wisst, was wir tun werden. Eine Erkundung im Korallenhochland. Vielleicht mit ein paar leuchtenden Monstern dann. Und bis dahin wünsche ich euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt mir doch bitte Bescheid und Feedback lieben gerne in die Kommentare und damit adios amigos und hoffentlich auf Wiederhören.